Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Cyberpunk. So, wir sollen dich aufheben und versuchen, die Tiger Claws nicht okay. Leg dich mal bitte hin. Das war nicht geplant. Das war alles nicht geplant. Na gut, dann eben doch die harte Tour. Das ist ein Witz, oder? Hallo? Ist das gerade ein Witz? Protokoll 1C55. Wieso trifft er mich da hinten immer? Warum habt ihr alle nur Pistolen?
Das war... ja, schade. Ich wurde eigentlich leise durch, aber okay. So, da uns hier eine Waffe fehlt, was haben wir denn hier Schönes bisher bekommen? Naja, gewöhnlich. Schrot nicht meins, aber okay, dann legen wir erstmal dich an. Dann haben wir zumindest die. Was haben wir denn hier so schön? Oh, besser? Warum besser? Okay. Dann legen wir dich an. Und dich? 24 lohnt sich nicht. Ja, ja. Aha. Nee, nee. Also passt schon das, was wir haben. Okay. Oh, ein Schwert. Alles leer, alles leer. Ah. So, nee, warum komme ich da nicht ran? Sehr komisch. Huh. Ja, manchmal fallen die Sachen... Oh, die gefällt mir natürlich, glaube ich, etwas besser. Auf jeden Fall schon mal ein... Ja, da kommen wir jetzt irgendwie nicht ran. Ich weiß nicht, warum. Ist leider so. So, haben wir noch was liegen? Ja, hier liegt noch was. Da liegt noch ein Toter. Tote. Cool. Aber hier liegt noch was. Auch jener. Okay. Ja, die wollte ich eigentlich leise töten, aber ja. So passiert es halt, leider Gottes. Okay. Na dann, komm mal mit. Ich glaube, wir wären hier sehr leise auch... Also, wir wären hier leise, glaube ich, rausgekommen. Schade, schade, schade. Da mussten wir die Tigers wieder mal aufmischen. Ich weiß nicht. 50 Meter. Das 50 Meter ist nicht wenig mit jemandem. Frag mal eine männliche Person oder eine weibliche, egal was für einer. 50 Meter. So, in dem, so wie wir sie jetzt tragen. Halleluja. Über die Schulter geworfen, okay. Was soll das? Backen halten. Oh, da sind Polizisten. Okay. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier irgendwie Arasaka oder irgendwelche Leute kommen. Okay, die Lenkung bei dem ist ja richtig mies. Job ist erledigt. Das sehe ich. Gute Arbeit. Alles okay mit dir da drin, Haruyoshi? Den ist mir Hoffnung gegeben. Aha. Also, wer ist der Typ? Er wird dir alles erzählen. Haruyoshi? In Japan, Hinsiru Nummer 1 gewesen. Und ganz ruhiger Hand. Eines Tages, Tiger Class Boss braucht OP. Aber Fehler passiert. Was tut? Ah. Tiger Class sehr böse.
Ich verstecke in Fischerbord und komme zu Amerika. Dann ist mein Leben gerettet. Okay, verstehe. Mein Geheimnis ist groß. Ich töte Tiger Claws Boss mit Absicht. Ich guter Chirurg, der Beste. Okay. Eine Warnung wegen der Tigers wäre hilfreich gewesen. Ich wusste, dass du das hinbekommst. Und wie ich sehe, hatte ich recht. Das ist alles sehr nett, aber ich wurde noch nicht bezahlt. Ich weiß. Hier. Ich hoffe, die Klinge wird dir gut dienen. Wie heißt du nochmal? Hirnchirurg. Der Beste auf der Welt. Hirnchirurg. Und der Instinkte. Oh Mann. Okay. Japan. Komm mal. Wissen wir schon. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben eine neue Waffe. Und wir haben hier noch was Neues. Was haben wir denn? Hohe Schadensminderung ist jetzt immer die Frage, ne? So, das war eine Waffe. Oh, auch eine ikonische. Nee, war sie nicht. Ich glaube, die haben wir gefunden auf dem Dings und wir haben die bekommen. Oder? Ich bin mir nicht 100% sicher. Auf jeden Fall mal ein paar Waffen. Gewicht haben wir noch genug. Okay. Gut. Kann ich das Auto nehmen? Nee. Na toll. Jetzt stehe ich hier ohne Auto. Ist das gerade ein Witz? Oh Mann. Wie war denn Auto rufen? Pau? Ich habe nur Jackies Motorrad? Oh. Okay. Muss mal gucken. Wir sind hier. Wir müssen ins Afterlife. Glaube ich. Busy's Bar. Oh. Warum sollte ich dahin? Finde Evelyn in Lizzie's Bar. Also wir könnten unterwegs zum Afterlife. Warte, bis Rutsch fertig ist. Könnten wir die Tarotkarte mitnehmen. Das machen wir auch. Ein wunderschön. Motorradfahren in Cyberpunk gefährlich. Weil, ja. Kollision und man kann dabei gut schnell sterben. Man ist zwar richtig schön schnell, aber ja. Haben wir auch. Okay. Dann können wir unterwegs auch dich noch mitnehmen. Dann gehen wir wieder ins Afterlife. Was? Ja, geh mir aus dem Weg. Mann, 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 Mann. So, wo bist du? Ja. Ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen. Ruf Judy an. Judy? Warte mal, wir können jemanden. Stimmt, wir können optional Judy anrufen. Mal gucken. Judy. Okay, da haben wir nun eine Nachricht. Irgend so ein Kollektiv. Das Kollektiv. Okay. Nee, wir wollen Judy anrufen. Judy! Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Bist nicht die Einzige, die mich. Oh, warte, wir können schon mal Richtung Afterlife uns aufmachen. Jupp. Für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet?
Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich habe nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Okay. Dann ab ins Lizzie's. Bis jetzt sind wir noch nicht gestorben. Ich werde irgendwann sterben. Ich sehe das. Aber das Bike ist schon geil. Kann man sagen, was man will. Hey, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Nimm den Basie runter. Gesichter kann ich mir gut merken. Nimm den Basie runter. Geschlossen. Tut mir leid. Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her. Hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Okay. Da hat jemand Spaß. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt, ich weiß nicht. Versucht's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Er meinte, ich mache nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das passt. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Du hast ja noch deinen Körper, oder? Mach was draus. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also habe ich mir einen Puppenchip besorgt. Bin ins Clouds, aber die haben gerade nichts frei. Und jetzt arbeite ich draußen, um meinen Ripper zu bezahlen. Das wäre mir nicht den Chip gegönnt, oder? Jetzt ist dies keine Stangenwagen. Sie sind auch nicht, das? Ich investiere eben in mich. Hat trotzdem nicht gereicht. Bin angeblich unterqualifiziert. Und was sollen wir jetzt dagegen tun? Wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Muss gut sein. Ist eine Freundin von Judy. Besser so. Hast du den Bagul fertig geraucht? Judy! Ah, wunderschön. Schick mir nicht jedes Joint heute, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Ah, wunderschön, meine Güte. Du bist einfach nicht locker, oder? No, no. Wir haben uns nichts mehr zu... Mox und Nomaden sind gar nicht so verschieden. Beide reden ständig von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Klassisches Dilemma. Was ist wichtiger? Familie oder die Welt da draußen? Es ist nur ein Club. Deine Philosophie interessiert hier keinen. Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Susi scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Hör mal. Hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso?
damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Da fehlt... Was? Da fehlt uns einer? Du weißt, wie der Überfall lief. Das bedeutet, du hast mit ihr gesprochen. Ich weiß, du hast Scheiße gebaut. Hast deine Chumbas alle wie ein echter Profi draufgehen lassen. Du hast auch zu diesem Reinfall beigetragen. Der Überfall wäre gar nicht gelaufen, wenn du nicht an ihrem BD rumgepfuscht hättest. Ihr habt mich dazu getrieben, verdammt. Ihr beide. Das Ganze hat gestunken, habe ich von Anfang an gesagt. Macht dir das Spaß? Dieses ewige Rumgedruckse? Ich mach's dir leicht. Sag mir einfach, wo sie ist. Ist das so schwer? Ich vertrau dir nicht. Ganz einfach. Ich dir auch nicht. Du willst echt das Opfer spielen? Du hast nicht einen einzigen Kratzer abbekommen. Meinetwegen. Wir saufen sowieso alle in der gleichen Pisse. Aber du bist verzweifelt, oder? Ich seh's dir an. Okay, sagen wir einfach, ich bin ziemlich am Arsch. Der Biochip, den wir bei dem Job geklaut haben, bringt mich langsam um. Der Job kam von Evelyn. Vielleicht weiß sie, wie man es aufhält. Deshalb muss ich wissen, wer sie angeheuert hat. Sagen wir, ich glaube dir. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Such dort nach ihr. Und wo ist das? Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Haben wir jetzt die 15.000 bezahlt, ohne Infos zu haben? Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay. Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vi. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud? Warum auch nicht? Okay. Haben wir 15k umsonst gezahlt, glaube ich, oder? Halt, da war doch noch ein Job, oder? Warum ist der Club offen? Merkwürdig. Mr. Hands. Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs in Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Vi. Was? Kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Oh, ab zum Megatower. Ah, trotzdem, wir haben jetzt 15k umsonst gezahlt, ne, oder? Warte mal. Geh nochmal auf die Karte. Oder wir gehen erstmal. Nee, wir gehen jetzt hier zu Rouge. Wir haben 15k bezahlt. Die Infos möchte ich haben. Wir möchten leben. Muss ich die Motorräder einfach dran vorbeischleichen. Hopp. Ja. Wir parken auch wie im echten Leben einfach. Ich hab dich angefasst. Ich hab dich angefasst? Okay. Das ist jetzt ein Problem oder was? Hm.
Hör auf mich zu fotografieren. Habe ich dir nicht erlaubt. Mann, 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 Mann. Kann ich dir was bringen? Warten, warten, warten. Okay. Ich will zu Rogue. Sie erwartet mich. Hey Rogue, bin wieder da. Und? Was ist mit Hellmann? Hellmann. Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Du. Och Mann. Hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir was ein. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Mhm. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Mhm. Soweit klar? Wahrscheinlich verstecken sie ihn vor Arasaka. Er hat an einem streng geheimen Projekt gearbeitet. Vor Arasaka oder einem der anderen Konzerne, die sich sein Wissen aneignen wollen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kantau. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung. Kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kantau alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber... Sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kantau Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kantau. Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kantaus Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle. Hab im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell. Und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern. Nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg. Und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Hm. Gut. Und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur einen. Panam Poma.
Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie, noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Wenn ihr Clan sie rausgeworfen hat, kann man ihr nicht vertrauen. Sorry, für Hilfe dieser Sorte zahle ich nicht. Wenn's dich beruhigt, sie hat sich selbst rausgeworfen, laberte was von Familie, Nomadenidealen, bla bla bla. Ehrlich gesagt, habe ich nach den ersten Sätzen abgeschaltet. Okay. Ich dachte, du weißt gern, mit wem du es zu tun hast. Ich weiß genug. Wenn jemand von Idealen faselt, geht es immer um etwas anderes. Meistens um Macht. Zum Glück weder mein noch dein Problem. Panam ist fähig und bereit, dir zu helfen. Okay. Mehr musst du nicht wissen. Gut. Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Ja. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panam ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken, einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen noch nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Du weißt es, sagst es aber nicht, Panam. Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panam hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine. Zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern. Oh, wie... Gut. Sag mir, was du weißt. Rocky Ridge. Eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auch. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na, endlich. Alles klar. Danke. Viel Glück. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Feierabend für heute. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.